Jo, wir haben ja Zeit. Aber es ist echt extrem viel. Was ist denn da los? Ich weiß es nicht. Wird schon irgendwie seine Gründe haben, dass hier Stau ist. Kreuzung, viel Verkehr. Gut, Stau entsteht ja durch verschiedene Dinge. Das muss ja nicht unbedingt nur was sein, sondern Stau entsteht ja gerade auf der Autobahn. Auch mehr oder weniger aus dem Nichts, ohne eine Spurverengung, ohne eine Baustelle, ohne einen Unfall. Gut, der Unfall entsteht ja meistens durch den Stau, aber das kann auch alles so entstehen, deswegen muss ja gar nicht immer unbedingt eine Ampel sein, aber das ist schon viel. Gut, aber es ist Feierabendverkehr. Stadt aus. Ja, tatsächlich, wir fahren der Stadt auswärts und deswegen macht das irgendwo Sinn. Joa. Nur Kollege hinter uns, der freut sich auch ein Keks, dass hier so schön viel los ist. Naja, sollen sie machen. Was ist denn da los? Da geht's aber schon noch weiter, oder ist die Karre jetzt weg? Ah, ne, die lädt schon noch, wenn man draufkommt. Okay, gut. Das ist auch ein gutes Zeichen, ne? Da macht's dann auch wieder Spaß und Sinn alles. Auch wenn ihr echt langsam seid. Ich will doch auch noch vorwärts kommen. Ich hätte schon lange auf dem Betriebshof stehen können und Feierabend machen, weil eh keiner mit mir fährt. Ich bin so deprimiert. Keiner will mit mir fahren. Jetzt muss ich meine Kollegen fragen, ob bei dem jemanden drin sitzt. Ansonsten würde ich diese Linie eigentlich uns ganz gerne absetzen, so als Verkehrsbetrieb. Aber ich glaube, so gut wie es ausgebaut ist, hat das schon irgendwo immer seine Sinne. Es wird doch hier mehr. Oh. Also mit dem Spiel darf ich ja drankommen, mit dem Rest nicht. Oh, der biegt ab. Also die Spur biegt ab. Dann bleiben wir am besten mal hier drüben. Dann fahren wir hier schön weiter da in dem Tucker-Tucker-Verkehr. Tucker-Tucker-Verkehr, Josh, wie bei Pippi Langstrumpf. Ja, genau. So ist das hier. Ich wollte fragen, darf ich jetzt hier auf die andere Spur? Nein, darf ich nicht, weil sie geht weg. Hier wird auch noch einmal hier geschlendert. Naja, gut, dann fahren wir gemütlich übers Land. Was ist der Witz wäre, wenn die Hauptstrecke schneller wäre, wo man da unterhalten muss, weil da einfach nicht so viel los ist. Boah, das ist ja echt nicht mehr lustig. Haha, witzig. Ja, was Gegenrichtung ist nichts los, aber hier statt auswärts. Und ich meine, ich habe den Faktor doch irgendwie nur auf 110 oder 20% höchstens. Also ich habe generell gerne immer ein bisschen mehr Autos da rumfahren, aber boah. Hiermit erleben wir nun eine realistische Darstellung eines Feierabendstaus. So. Ich kann es mir leisten, jetzt schön ein Buch rausholen und erstmal hier stehen. Gäffsche trinken, sich auf den Feierabend oder die Pause freuen, die sehr großzügig ausfällt. Mit einer Minute. Kann mir mal einer sagen, was da ist? Nee, sie fahren ja wieder. Okay, dann ist ja alles gar kein Problem. Dann beschwere ich es mir nicht. Dab, da, dab, da, da. So, Omsi, der Stausimulator. Ist tatsächlich echt selten, weil oft ist es so, dass es sich dann ja tatsächlich komplett verhagelt. Also, das ist auch bei Stadtkarten so ein bisschen das Problem. Wenn da zu viel Verkehr ist, dann macht der Omsi gerne mal komplett dicht. Also nicht im Sinne von Abstürzen, sondern so im Sinne von, ja, KI geht dann gar nicht mehr weiter. Aber ich meine, hier geht es ja weiter. Es ist halt nur irgendwie viel. Ich fahre mal so ein bisschen so gemütlich, ne? So, nicht direkt hinter denen, damit wir so ein bisschen einen Puffer haben. Mein Stau entsteht ja auch größtenteils dadurch, dass der Hintermann immer stärker bremsen muss als man selber. Wenn ich jetzt hier so als Puffer fungiere, wie die Pizza mit Schinken, nee, mit Pilzen ist Fungi, ne? Ich fungiere. Martin, 38, Pizzabäcker, belegt gerade eine Pizza mit Champignons. Er fungiert. Er ist witzig, ne? Aber ist nicht schlecht, der ist doch okay. Komm, den kann man mal bringen. So zwischendrin ist es nicht das Highlight des Tages, aber kann man mal machen, oder? Es ist mal so in Ordnung. Jetzt nicht jeden Tag und auch nicht als Highlight der Folge, aber so zwischendrin ist doch okay, oder? Aber man hat auch nicht Ansprüche so, weil man es nicht explizit als Witz des Tages rausstellt, sondern wenn es einfach nur so ein Daily-Witz ist. Nur einfach so zwischendurch mal, dann ist es doch in Ordnung.
Danke fürs Wegsein. Haha, jetzt habe ich Platz. Ich weiß zwar nicht, warum. Jetzt staut sich in die Gegenrichtung. Jetzt haben sie wahrscheinlich alle was vergessen. Jedem ist aufgefallen, dass er im Büro sein Handy liegen lassen hat oder so. Und jetzt fahren die alle wieder zurück. Weil er hat es schon auch upgegradet auf 2. Das sage ich, gut, das wollte ich wissen. Das war mir wichtig, dass wir überall so ein bisschen so ein paar Nachbargechelchen haben. Ja, jetzt geht's hier halt die Party ab. Was darf ich fahren? So. Ach ja. Ist immer toll, wenn man Staus nur von vorne sieht. Also wenn man Stau nur als Karawane von hellen Lichtern, also von weißen Lichtern wahrnimmt und nicht als Karawane von Bremslichtern oder Rücklichtern, ist es meistens ein bisschen angenehmer. Ja, doch, so lässt sich's leben hier. Der Bus kommt auch ganz gut mit. Von daher, ich sehe Ollis gar kein Problem, ne? Aber ist ordentlich. Ja, gut. Ist halt Feierabend, ne? Finde ich auch mal kurz nach 5 Uhr, das passt schon. Die Boss schon, die Mäusen sind auf dem Weg zurück. Spätschichtler fangen auch gerade alle an. Ne, es kommt ja auch mal ein bisschen drauf an. So, jetzt haben wir einmal Kreisverkehr. Haben sich wahrscheinlich alle hier bis zum Kreisverkehr gestaut, ganz bestimmt. Oh, ein bisschen schnell war ich. So, aber die werden wahrscheinlich alle raus wollen, Tatsache. Das heißt für mich einmal hier lang, swupp, und da raus war es ja, gell? War ja geradeaus. Manchmal ist das so ein bisschen uneindeutig von der Beschilderung hier, aber im Großen und Ganzen passt das ja alles. So. Schwuppdidupdidu. Ach, da stehen sie, ist das nicht süß. Wobei, böses Karma wäre jetzt, wenn das gleich wieder auf meiner Spur wäre, aber... Hätte ich auch mal die Features von Omsi gezeigt, die man so nie sieht, gell? Das gehört ja auch irgendwie irgendwo dazu, glaube ich, mal gehört zu haben. Irgendwie. So, wie schnell können wir denn eigentlich? Recht schnell. Aber anscheinend nicht so schnell, dass Omsi nicht irgendwie... ist doch lustig, gucke mal. Ach ja, die vielen Autos. Omsi so, nö. Lass mich mal lieber ein bisschen entspannen. Huch, die Brücke hat das auch. Das ist ja interessant. Ich finde das Phänomen generell recht interessant. Sehr interessantes Phänomen. Also es ist etwas unschön, das ist richtig. Aber es lässt sich leider nicht großartigst vermeiden. Leider. So, aber es gibt ja doch eine Möglichkeit, das Ganze einmal Abhilfe zu schaffen. Und zwar, wir stellen uns da hin. Und dann machen wir es ganz einfach. Wir sehen uns gleich wieder. So, Dele. Und da sind wir wieder. Gucke mal. Problem erkannt. Problem gelöst. Gang nicht eingelegt, aber passt soweit. So, wir fahren weiter. Da ist sogar noch grün. Das ist auch super. So, dann beeilen wir uns ein bisschen, dass der LKW, wenn er denn durchkommt... Ne, tut er eh nicht. Guck mal, er muss eh warten. Ich hab gedacht, dass er nicht so arg viel langsamer werden muss, weil wir da jetzt hier der Spurverengung machen und so, aber... Ah, sieht ja ganz gut aus. Haben wir alles ganz gut hinbekommen. So, Institut Curie. Okay. Schick, schick. So, hier mal vorsichtig und dann sieht es schon wieder ein bisschen urbaner aus, was wir hier haben. Hirsch, was heißt urban? Also ist das, was man sich auch auf den Kopf machen kann oder mit einem Handtuch morgens, wenn man Haare gewaschen hat. Das ist urban. Hirsch, ich glaube, das heißt turban. Das kann auch sein. Ja, gucken wir ja schon ein bisschen mehr Bebauung. Und ich weiß gar nicht, wann wir dann nach... Ach stimmt, wir müssen erstmal hier unseren Extrahalter machen. Da, wo sonst keiner langfährt, außer wir. So, einmal schauen. Ist da... Nein, noch nicht frei. Ist jetzt... Ah, jetzt ist frei. Gucke mal. Dann machen wir einmal hier rum. Und dann machen wir einmal hier. Wisst ihr, was der Vorteil ist? Wir haben jetzt durch das Neustarten keine Fahrgäste verloren. Hirsch, du hast aber gar keine... Ja. Ich habe aber trotzdem keine verloren. Ich hatte auch schon vorher keine. Ach, das Schild ist aber schön texturiert. Das gefällt mir. Naja, gut. So, dass wir hier nicht kurz halten oder so, finde ich irgendwie komisch, weil fährt ja nichts anderes lang. Eigentlich könnten wir hier halten. Wobei nicht, dass sie so verwöhnt werden, dass hier Busse halten. Das kann es ja auch nicht sein, gell? So, dann wäre es einmal hier links rum.
die warten ja alle nicht brav, weil ich habe ja ein Stoppschild. Deswegen warte ich hier brav. Boah, die rauschen aber lang, du. So, da ist nicht frei. Das wird aber ganz schön knapp. So. Da sieht man halt nichts. So, nach dem wäre frei. Ich beeil mir einfach mal. Hui, Angst. Aber da sieht man echt schlecht. Also gerade so als Bus mit der Tür da auf der Seite. Oh, oh gut. Also nicht, dass der Busse lang fahren wird. Nein. Und nicht, dass wenn man Fahrgäste hätten, dass die jetzt gerade bei dem Manöver da irgendwie... Nein, das halten die schon aus. Fahrgäste sind durchaus robuste Wesen. Wobei, ich weiß es nicht. Komm doch mal auf den Fahrgast an. Jetzt sind wir echt in der Gegenrichtung hier. Voll den Stau. Aber bei mir juckt es nicht, ne? Also gerade nicht. Und wenn es nämlich juckt, dann muss man kratzen. Ist schon witzig, ne? So, dann fahren wir da einmal lang. Dann müssten wir eigentlich auch schon gleich... Ich weiß es aber nicht, weil ich noch nicht hier war. Müssten wir so theoretisch zeitlich zumindest mal bald unseren Halter erreichen. Da Martinier heißt das Ding. Ja, ja, genau. 11 nach und wir haben es jetzt schon... Ach, da vorne, gucke mal. Da sind wir auch schon. Das passt ja wie im Schnürchen hier. Und dann darfst du doch wie lang? Ach, dann sind wir gleich da. Guck mal. Ah, es ist doch ein Spaß. So, ich hoffe mal, da ist jemand, der mit möchte. Ansonsten beiße ich mir in Popo, dass wir nicht gleich Feierabend gemacht haben. So, ihr wartet. 3, 2, 1, ich darf nicht. Okay. Jetzt. Darf jetzt. Darf jetzt. Nicht. Okay. Und jetzt. Immer noch nicht. Okay. Guck mal meine schönen grünen Sitzbezüge an. Die sind grün. Möchtest du nicht auch so sein wie die Sitzbezüge? Anscheinend nicht. Okay. Ja, ne, dann machen wir halt zurücklehnen. Ich meine, das muss man auch mal machen. Während der Arbeit am besten. Da freuen sich wieder nicht danach aus, dass da jemand ist. Aber ich muss mir jetzt echt mal im Editor angucken, ob da echt irgendwie nur so zwei Fahrgäste pro Station drin stehen. Scheint irgendwie so zu sein. So, dann fahre ich mal, ne? Wobei so ganz so sinnlos war es eh nicht, als dass wir lang gefahren sind, weil im Prinzip, es geht ja gleich wieder eine Fahrplan, der eine Fahrt von dort aus zurück, ne? Und dann muss der Bus eh dahin und das ist dann mehr oder weniger der schnellste Weg, weil es der Expressteil der Expresslinie ist und deswegen wird das schon so irgendwie passen. So. Haben wir den Bus zumindest für den Kollegen mal nach da hinten gebracht. So, Plateau de Moulin, ja, exakt. Schick hier. Also mir gefällt der Baustil irgendwie voll. Ich finde den echt schick. Ist auch nicht allzu aufwendig so zu bauen, sonst wird man so eine Riesenkarte auch nicht hinkriegen. Aber macht echt was hin. Also ich finde es schick. So, da vorne haben wir eine Kurve. Nein, wirklich? Doch. Oh. Aber die tun mir voll leid da aus der Gegenrichtung, wenn die jetzt alle nach Hause müssen, du. Aber die werden es ja nicht anders kennen. Ist ja jeden Tag so. Ne, und die Ampel da, das haben wir jetzt halt leider verpasst. So, sind wir jetzt wirklich alle vereint oder noch nicht? A und D, ne, immer noch. Immer noch alleine. Aber nicht mehr lang, also eigentlich müssten wir zwar bald auf die andere Linie treffen, bei Plateau du Moulin, wo wir hinfahren. Das war aber schon rot, du, ne? Ja, dich meine ich, genau dich. Genau dich, den ich da nicht eingeholt krieg. Na, gehen wir mal darüber. Das ist ja eher unsere Spur. Das andere ist ja, ups. Ich hab nichts gesagt. Ja, zumindest fährt er zügig rüber, sonst wäre ich, glaube ich, echt böse geworden. So, sehr geehrte Fahrgäste. Nächster Halt, Plateau de Moulin, der Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Bitte alle aussteigen. Joa. Im Prinzip hätte ich jetzt jeden möglichen Ausstieg ansagen können irgendwo, weil, ja, kommt ja eh keiner mit. Also kann eine nicht vorhandene Person gerne aussteigen, wo sie möchte. So, ach, die wollen es alle hier weiter. Er wartet jetzt aber nicht auf uns, nö. Gäbe ja auch keinen Grund. Ach, macht mal hin, Jungs. Komm, wir sind noch Bens Kollegen.
So, wir müssen zweites Mal. Nee, wir müssen erstes Mal. So, es wäre da lang. Du, ne? Also Fahrplan schön, aber nee. Also wirklich nicht. Nee. Warum ist denn der gefahren? Depp. Ja, also das war jetzt etwas ungeschickt. Jetzt steht er da halt. Konnte ja auch nichts machen. So, wir stellen uns mal den Pausenplatz da ran. Machen das, was da auf dem Ding steht. Trinken unser Käffchen. So, und das sieht Fahrplan so aus, als ob wir auf dem Rückweg dann, genau, da würde dann die C-Linie drankommen. Aber ich würde sagen, dass hier bedeutet nicht mehr. Oh, da steht da Zeit, da kann ich auch nichts dafür. Ich bedanke mich mal bei euch fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Ach, guck mal, der Bus hat sich aber gut getarnt hier. Den siehst du fast nicht, hihi. So, schönen Tag euch noch. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge. Dann tschüssi. Vielen Dank fürs Zuschauen.